Saphir und Diamant stehen sich gleich gegenüber. Was wird jetzt passieren? Ich muss nur noch diese Drähte verbinden. Fertig! Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ich werde meine Erfindung testen. Test Nummer 1. Saphir. Test Nummer 2. Diamant. Wow, Wahnsinn. Die Juwelen haben sich in Mädchen verwandelt. Sie sind echt. Hallo, Nobelkomitee? Ich habe eine tolle Erfindung. Ich will sie gerne präsentieren. Wo sind wir? Ich habe sie noch nicht richtig studiert. Wir müssen rennen. Oh nein, ich muss sie finden. Komm, los. Diamant, wir müssen uns beeilen. Ja, warte, ich komme ja schon. Diese Farbe passt überhaupt nicht zu ihr. Ich werde ein besseres Kleid für dich finden. Wie findest du das hier? Oder das? Halt! Ich hoffe, ich krieg das hin. Frau, willst du meine Piper werden? Nein, Quatsch. Piper, willst du meine Frau werden? Sie kommt! Hi, Piper! What? Mach die Augen zu. Und jetzt? Ich öffne die Schachtel. Ein Verlobungsring? Für mich? Willst du mich heiraten? Natürlich! Aber wo ist der Diamant? Ich muss mich verstecken. Aber wo? Ein Ring. Perfekt. Was für ein riesiger Diamant. Warum habe ich ihn nicht gleich gesehen? Diamant? Das ist so schön bequem. Oh, klar. Du denkst, ich werde dich nicht finden? Hau ab, Kumpel. Weg von meiner Verlobten. Wow, was für ein schöner Laden. Hier gibt es so viele Sachen. Endlich, eine Kundin. Ich komme gleich. Wie kann ich dir helfen? Poppy ist ein komischer Name. Ich suche einen Lippenstift. Nein, das ist nicht das Richtige für dich. Hier, eine limitierte Auflage. Sieh dir dieses Design an. Gieß deine Mischung aus Kokosnussöl, Lippenstiftbasis und Schminkpigment in eine Lippenstiftform. Lass die Mischung aushärten. Übertrag den fertigen Lippenstift in eine Tube. Benutzt eine Spritze, um ihn aus der Form zu drücken. Verziert ihn mit Streichsteinen und Glitzer. Wow, der ist wunderschön. Dieser Farbton ist perfekt für mich. Oh ja, ich nehme ihn. Hab dich. Wir wollen unbedingt diesen Lippenstift. Also, das ist deine Schule. Ich glaube, wir fallen zu sehr auf. Bereit? Jetzt sind wir ganz normale Schüler. Leute, das sind unsere neuen Schüler. Seid endlich ruhig. Wie wär's damit? Was ist das für ein Lärm? Meine Nägel sind ziemlich stark. Schneidet einen kleinen Diamanten aus holographischem Plastik aus. Trag klaren Nagellack auf die Nägel auf und füg Glitzer hinzu. Bringt auch verschiedene Kristalle an. Überzieht die Nägel mit einer weiteren Klarlackschicht. Und trocknet sie für eine Minute unter der UV-Lampe. Oh, meine Ohren! Ich helfe dir! Eine Dose zu öffnen ist ein Kinderspiel für mich. Danke!
Hi, gefällt dir meine neue Tasche? Schneidet einen Diamanten aus einem durchsichtigen Ordner aus. Befestigt holographische Plastikdetails. Stellt aus Glitzerschaumgummi ein Kristallmuster her. Formt die Seite der Tasche mit Schaumgummi. Und bringt einen Reißverschluss an. Fügt auch Kettenverschlüsse hinzu und setzt die Teile zusammen. Fügt jetzt eine Kette hinzu. Wie stylisch! Die steht dir! Hi Nachbar! Eine Diamanttasche? Sie versteckt sich schon wieder! Hey, meine Tasche! Entspann dich! Vertrau mir! Wer wird dieses Rennen gewinnen? Der verrückte Wissenschaftler? Oder der Aufzug? Puh, ich habe es gerade noch geschafft. Aber der Diamant gehört jetzt mir. Oh, gib ihn zurück. Ich kann es erklären. Es ist mehr als nur eine Tasche. Es ist ein Experiment. Ich kann die Tasche in ein Mädchen verwandeln. Lass uns gehen. Hier ist mein Labor. Wow, unglaublich. Okay, schau genau hin. Bereit? Es kann losgehen. Du wirst dich nicht vor mir verstecken. Ups. Die Tasche ist ruiniert. Und wer bezahlt sie jetzt? Wie viel hat sie gekostet? Das reicht. Es ist nur noch Ruß übrig. Ich war mir so sicher, dass es funktionieren würde. Lächeln. Schön. Weiter. Super. Nächster. Was? Sind das unsere Bilder für das Jahrbuch? Ich habe eine Idee. Los! Können wir ein Fotoshooting mit diesem Rahmen machen? Schneide dein Saphir aus Plastik aus. Mach dein Muster mit Strasssteinen. Und befestige es am Glas. Toll! Lächeln! Sehr gut. Noch ein paar Bilder. Wow. Diese Bilder sehen mit diesem schicken Fotorahmen viel besser aus. X ist gleich 7. Sehr gut. Du hast dir etwas Süßes verdient. Wow. Ich mag diese Schule. Sieh mal, was ich bekommen habe. Schmelzt Isomite. Teilt es in zwei Hälften und fügt zu einem Teil Lebensmittelfarbe hinzu. Gießt es in so eine Form und lasst es aushärten. Oh. Ich will auch eine. Darf ich nach vorn? Klar, Saphir. Also, X ist, ich berechne es so. Und wir erhalten, ach egal. Krieg ich eine Süßigkeit? ja. Ja. Ich habe auch etwas Süßes bekommen. Siehst du? Ja, toll. Das ist so lustig. Oh nein, mein Shirt ist zerrissen. Und meine Jacke liegt im Klassenzimmer. Ich muss das Loch abdecken. Schneidet Stücke aus Glitzerschaumgummi aus. Befestigt Dekosteine. Verbindet die Stücke mit einer Kette. Fügt Filzdetails hinzu und schneidet Löcher ein. Klebt ein Button an. Und verbindet die Teile. Das sieht total trendy aus. Wow, ich muss auch ein Loch abdecken. Kannst du mir helfen? Klar. Nimm diese Garnrolle. Officer, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Edelsteine in Mädchen verwandelt. Und sie sind weggelaufen. Edelsteinmädchen? Okay. Lass uns eine Skizze machen. Saphir hat braune Haare und Saphire auf der Stirn. Und Diamant ist blond und hat Diamanten an der Schläfe. Passt die Zeichnung? Was? Ich habe von Mädchen gesprochen. Und das sind Edelsteine. Du hast es überhaupt nicht verstanden.
Hey, du behinderst meine Ermittlungen. Officer, Sie machen einen Fehler. Ich bin Wissenschaftler. Ich werde sie nie finden. Hi, da seid ihr ja. Endlich. Wir wollen uns mit dir vertragen. Bitte, verwandle uns in normale Mädchen. Das kann ich machen. Ja! Wow, die sind jetzt richtige Mädchen. Seid ihr zufrieden? Oh ja, du bist der Beste. Gern geschehen. Hey, was ist mit meinen Edelsteinen? Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, wer euch besser gefallen hat. Diamant, Saphir oder der verrückte Wissenschaftler? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!